den Witz der Kandidatur von Marco Bogo nicht nur unterhaltsam finde, sondern auch, dass eine gewisse politische, subversive Note hat, die ich auch nicht so als unpolitisch ansehe. Und es übrigens auch durchaus erfreulich sehe, dass es wenigstens einen Kandidaten gibt, neben der Rechtsallianz, der da eine alternative Position einbringt, auch wenn er keine realpolitische Alternative natürlich zum Bundespräsidenten ist. Ich glaube auch, Alexander Van der Bellen wird es am Ende sicher gewinnen. Das ist ja gar nicht die Frage, aber es gibt halt eben auch andere Stimmen, die in diesem Wahlkampf zu Wort kommen, und es ist gut so, dass die da sind. Also dazu sagen, die wären realistische Kandidaten, aber ein politisch wiffer und gleichzeitig auch ein bisschen lustiger Punk-Band Vorsitzender oder Punkband-Sänger ist jetzt kein ernstzunehmender Kandidat. Das ist schon auch ein bisschen eine Verschiebung der Realität.